Hallo meine Lieben, heute teile ich ein besonders leckeres Rezept mit euch und zwar saftige Nutella-Schnitten. Die hatte ich letztes Mal einmal Probe gebacken, weil mir das Rezept einfach so in den Sinn kam, da ich mal wieder richtig Lust auf Nutella hatte. Und entstanden ist wirklich ein super, super saftiger Rührteig mit Haselnüssen und natürlich noch Nutella-Creme als Topping. Also was gibt's Besseres? Ich will euch auch nicht allzu lange vollquatschen, fangen wir einfach direkt mit den Zutaten an. Für den Rührkuchen verwende ich Eier, die müssen zimmerwarm sein, sowie Zucker, Vanillezucker, Speiseöl und zimmerwarme Milch. Des Weiteren noch Öl, gemahlene Haselnüsse und Backpulver. Als Topping obendrauf kommt reichlich Nutella-Creme sowie gehackte Haselnüsse. Die Zubereitung ist wie gesagt super einfach. Ich verrühre erstmal die Eier mit dem Vanillezucker und dem Zucker zu einer richtig schönen dickcremigen Masse. Der Teig sollte am Ende schön weißcremig sein. Im Anschluss kommen dann die flüssigen Zutaten mit hinein und die werden wirklich nur für ein paar Sekunden bei niedriger Stufe untergerührt. Das gleiche gilt auch für die trockenen Zutaten. Hier hatte ich bereits das Mehl mit dem Backpulver vermischt, ganz wichtig. Und die gebe ich dann zu guter Letzt mit hinein. Und auch hier verrühre ich wirklich nur so lange, bis es sich einigermaßen zusammen verbunden hat. Den Rest erledige ich dann mit Hilfe eines Teigschabers. Fertig ist auch schon der leckere Rührteig. Den fülle ich jetzt in eine geeignete Form. Bei mir war das jetzt hier so eine Glasform. Genauso gut könnt ihr aber auch ein Backblech nehmen, ganz wie ihr mögt. Die Nutella-Creme habe ich ganz kurz in der Mikrowelle erwärmt, damit sie sich besser verteilen lässt. Und die gebe ich jetzt ungleichmäßig über den Kuchen. Mit dem Löffel mache ich da jetzt so Swirls in den Kuchen und das sorgt erstens für eine schöne Optik und zweitens vermischt sich die Nutella auf diese Weise wunderbar mit dem Teig. So haben wir nachher ein richtig leckeres Nutella-Geschmackserlebnis. Zu guter Letzt folgen nur noch die gehackten Haselnüsse und die verteile ich dann nur noch auf den Kuchen. Das Ganze wandert dann in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für etwa 30 bis 40 Minuten. Macht auf jeden Fall vorzeitig die Stäbchenprobe, denn wenn da nichts mehr am Zahnstocher klebt, müsst ihr den Kuchen direkt aus dem Ofen holen. Nach dem Backen lasse ich den Kuchen noch ein wenig auskühlen und danach kann man ihn auch schon zu einer leckeren Tasse Kaffee genießen. Ihr glaubt gar nicht, wie saftig und schokoladig dieser Kuchen schmeckt. Der kommt jetzt mit auf die Liste meiner Lieblingskuchen. Und wenn ich euch nun Appetit gemacht habe, findet ihr alle Mengenangaben nochmal unten in der Infobox. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen, wenn ihr ihn mal ausprobiert habt. Ansonsten hinterlasst dem Video wie immer gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Video.